Da ich in meiner Welt den Enderdrachen schon besiegt habe, fehlen somit nur noch der Wither und der Elder Guardian als Endbosse, die ich besiegen muss. Falls ihr euch fragen solltet, hinter mir steht ein Beacon, wie habe ich den geholt, ohne den Wither zu besiegen? Ganz einfach, ich habe den einfach im Bedrock vom Ende getrappt. Also, ich habe ihn zwar dann noch besiegt, aber das lasse ich nicht zählen, denn heute werde ich versuchen, den Wither in einem fairen Kampf zu besiegen. Allerdings geht das jetzt natürlich nicht einfach so, denn ich brauche natürlich noch ein bisschen Ausrüstung und damit meine ich einen Bogen. Um genau zu sein, den besten Bogen, denn ich mache hier keine halben Sachen. Also würde ich sagen, hole ich mir mal schnell die Enchantments, die ich brauche. Allerdings will ich nicht hochgesprengt werden, deswegen muss der Mob-Switch noch an. Außerdem ist es jetzt auch endlich mal an der Zeit, dieses hässliche Ding hinter mir abzureißen. Dann holen wir mal den ersten Villager für unseren ersten Trade ran. Mit Unendlichkeit haben wir schon mal das erste Buch. Die anderen Bücher, die wir brauchen, sind Haltbarkeit, Stärke und Flamme. Also hole ich mir schon mal Haltbarkeit und Flamme, denn ich brauche nur noch einen Villager für Stärke. Digga, warum Power 4 und nicht Power 5? Aber egal, ich muss das jetzt nehmen. Das hat so schon viel, viel zu lange gedauert. Bam, bam, Power 5. Jetzt, wo ich alle Bücher habe, fehlt also nur noch das wichtigste Teil. Und das ist natürlich der Bogen. Also hole ich mir den mal schnell und dann wird geschmiedet. Der Bogen. Power 5. Unbreaking 3. Flame. Und Infinity. Mit Punch 2 wäre der Bogen zwar noch ein kleines bisschen besser, aber ich denke, darauf kann ich verzichten. Und dann ist es auch schon an der Zeit, alles Nötige für den Wither-Kampf zu holen. Also die drei Wither-Köpfe. Das kann ja bekanntlich eine Weile dauern. Also, let's go. Ich habe jetzt die drei Wither-Köpfe und meinen Bogen. Also, ab in den Fight. Allerdings natürlich nicht bei meiner Basis, will nicht alles kaputt machen. Dann doch lieber hier in dem Birkenwald, da kann ja eh nichts Gutes kaputt gehen. Also würde ich sagen, spawne ich ihn mal hier und dann geht es ab in einen richtigen Wither-Fight. 1, 2, 3. Alright, weg von der Explosion und Bogen in die Hotbar. Jetzt kommt mein super duper mega plus pro max OP Schwert zum Einsatz. Ups, Tote. Oh mein Gott, okay. Let's go. Das war jetzt tatsächlich relativ einfach und hat mich nur ein Totem und zwei goldene Karotten gekostet. Also ist das Ziel erfüllt und ich kann endlich mir zu Hause einen Beacon hinstellen. Und welchen besseren Ort dafür gibt es denn als einfach die Mitte des Dorfes? Allerdings nicht ganz in die Mitte, weil ich den Brunnen nicht abreißen möchte. Und dann wird es Zeit, meinen fair erspielten Beacon zu platzieren. Oh, sehr nice, sogar auf dem richtigen Block. Nice one. Als Effekt nehme ich hier Haste 2. Irgendwann wird das Ganze so ein 5er Beacon, aber so lange muss ich mich erstmal nur mit einem Effekt zufrieden geben. Das war's dann auch schon mit dem Video. Schreibt in die Kommentare, ob ich den Wither aus der Bedrock auch mal fighten soll. Und lasst auf jeden Fall noch ein Abo da. Ciao.